Ja, herzlich willkommen zum letzten Vortrag des ersten Veranstaltungsblocks auf der Vosges 2019 in Dresden. Der Dominik Helle hat es ja vorhin schon gesagt, was nutzt mir die beste Software? Und der Felix Kunde hat uns ganz viel Software gezeigt, wenn ich im Endeffekt keine Daten habe, die mir zur Verfügung stehen. Das wohl mit Abstand bekannteste Projekt, was mit freien Geodaten zu tun hat, ist OpenStreetMap. Und jetzt wird uns Wolfgang Hinsch erklären, wie ist dieses Projekt entstanden, was für Möglichkeiten habe ich da und vor allen Dingen auch, wie kann ich mich dran beteiligen? Ja, also willkommen zum Vortrag Überblick über OpenStreetMap. Zunächst mal zu meiner Person. Ich bin Wolfgang Hinsch, komme aus Hamburg, bin vom Beruf Vermessungsingenieur und bei OpenStreetMap aktiv seit 2008. Ein Projekt, das vielleicht ein bisschen bekannt geworden ist, ist die Lübecker Fahrradkarte, die hatte ich gemacht. Inzwischen auch einige andere Karten. Ich trage selbst natürlich auch bei. Und mal als Überblick über den Vortrag heute. Ich komme zunächst kurz zur Geschichte, dann wie sieht OSM heute aus, wie ist unser Datenmodell aufgebaut, dann die Wege der Datenerfassung, wie kann ich mich beteiligen, unsere Lizenz und ein paar Anwendungsbeispiele. Das war jetzt verkehrt. Umleg mal eben. Das kriegen wir hin. So, jetzt. Da geht's weiter. Genau. Das Projekt ist zurückzuführen auf einen Engländer namens Steve Coast. Der wollte ursprünglich einfach für eine Veranstaltung eine Anfahrtkarte machen, hat sich da offiziell erkundigt, was das kostet, wenn er die Daten kauft, und ist dann umgefallen bei den Preisen. Hat gesagt, das können wir selber besser. Dann hat er ein Team um sich geschart, die bis 2006 die technischen Grundlagen geschaffen haben. Das ist also sehr viel Software, die da entstanden ist. Und dann begann es eigentlich erst im Jahre 2006 mit dem eigentlichen Erfassen. Das waren erst einzelne Mapper. Das Ganze hat dann immer weiter um sich gegriffen, bis wir nachher jetzt aktuell etwa 5,1 Millionen Mapper haben. Wobei man allerdings sagen muss, dass die meisten nicht aktiv wirklich beitragen. Also viele haben nur ein oder zwei Punkte eingetragen. Meistens ihre Firma oder irgend so etwas. Manche, da wissen auch gar nicht, warum die sich überhaupt registriert haben, aber das ist zumindest so, dass diese Leute uns kennen. Die Idee an sich war nicht neu. Es gab mehrere Vorläuferprojekte, die versucht haben, aus Tracks, aus GPS-Geräten, also das sind Spuren, die das GPS-Gerät aufzeichnet, wenn man den Weg längs geht, diese Tracks einfach hochzuladen, mit einem Straßennamen zu versehen und daraus eine Straßenkarte zu machen. Das scheiterte letztendlich daran, dass so eine Art Spinnennetz entstand, weil die Tracks einfach zu ungenau sind und nicht zusammenpassten. Da war die Motivation immer schnell wieder weg. Bei diesem Projekt war das Entscheidende eigentlich, dass der Track von der Karte getrennt wurde. Wir zeichnen also die Straßen und Objekte, die wir eintragen, die zeichnen wir alle manuell ein. Die Tracks, die aus dem GPS kommen, sind nur Hintergrundinformationen, anhand derer wir die Straßen verorten. Das war besonders in der Anfangsphase wichtig, weil wir zu Anfang wirklich nur die Tracks aus den GPS-Geräten und gar nichts anderes hatten. Und mit jedem zusätzlichen Track, mit dem eine Straße abgegangen wurde, kamen ja immer weitere Fehler rein. Aber der Mittelpunkt dieser einzelnen Linien war dann immer mehr so, genauer, weil wahrscheinlich der wirkliche Weg in der Mitte liegt. Das weitere Sachen waren, dass das Datenmodell sehr einfach und verständlich ist. Zu Anfang gab es nur Wege und Punkte. Das ist inzwischen etwas komplizierter geworden. Dann hat er sehr schnell dafür gesorgt, dass das Ganze visualisiert wird. Das heißt also, man trägt etwas ein, malt etwas mit seinem Editor. Und am kommenden Donnerstag, das war damals so, immer donnerstags wurde die Karte neu gezeichnet. Und also die gesamte OSM-Gemeinde saß donnerstags praktisch vorm Computer und, oh, das war ich, das habe ich gemacht. Oder man hat auch gesagt, oh, da muss ich noch was ändern. Was auch ein großer Vorteil war, wir haben sehr schnell das Garmin-Format verstanden. Da hat sich eine Gruppe rangesetzt, hat es mehr oder weniger geknackt. Und damit waren die Garmin-Geräte als Handempfänger einsetzbar für OpenStreetMap. Man konnte also sich die aktuelle Karte auf den Garmin raufziehen und dann sah man sofort, wo was fehlte und konnte das dann entsprechend auf dem Empfänger schon mal markieren als Wegepunkte oder ähnliches und dann später im Editor laden. Die Datenquellen, wo wir unsere Sachen her haben, das waren zunächst
wie gesagt, die Tracks der GPS-Empfänger, die noch eine zweite Bedeutung hatten. Wir konnten anhand dieser Tracks jederzeit beweisen, dass wir die Daten tatsächlich selbst erhoben hatten und nicht von irgendwelchen bestehenden Kartenanbietern abgemalt haben. Später kamen dann Satellitenbilder dazu, als erstes Landsat. Bei Landsat muss man sagen, also man kann die Umrisse der Ostsee vielleicht gerade eben noch erkennen. Die Auflösung ist also wirklich mehr als schlecht. Später kam Yahoo mit etwas besserer Auflösung. Es war noch so eine Zeit, wo man teilweise, also in, sagen wir mal, 2009 war ein strenger Winter, das weiß ich noch. Da bin ich selber also auf einigen Teichen umhergegangen, die dann also zugefroren waren. Dann kam man endlich mal ran an die Dinger und konnte dann das Ufer mit dem GPS ablaufen. Später dann im November 2010 kam Microsoft und hat die Bing-Bilder für uns offiziell freigegeben, sodass wir da abmalen konnten. Die Bilder waren teilweise auch noch schlecht referenziert, aber das ließ sich mithilfe unserer Tracks dann so ein bisschen ausgleichen. Da gibt es ein Unternehmen namens Mapillary, die so etwas Ähnliches machen wie Google Street View. Da können Freiwillige Bilder hochladen, die irgendwelche Wege abgefahren sind, und da entsteht so langsam eine Datenbank, die wir auch offiziell benutzen dürfen. Zunehmend bekommen wir jetzt Open Data von den Behörden dazu. Beispielsweise in Hamburg dürfen wir die Karte 1 zu 5000 abzeichnen, offiziell. Wir haben auch die Vermessungsfotos dazu. Und in Nordrhein-Westfalen soll es noch umfangreicher sein, habe ich gestern gehört. Was aber immer unerlässlich bleibt, ist die Erkundung vor Ort, dass derjenige sich vor Ort auskennt und auch mal nachguckt, was ist da eigentlich wirklich aktuell, denn auch Behördendaten sind häufig veraltet. Und auch Luftbilder können unter Umständen schon wieder veraltete Stände haben, gerade im Moment, wo diese zunehmende Verdichtung in den Städten stattfindet. Also gerade in Hamburg ist das Wahnsinn, das wird so ständig irgendwo gebaut. Gestern ist man da noch längst gekommen, heute steht da schon ein Haus so ungefähr. Also es ist immer wichtig, dass man auch vor Ort direkt nochmal erkundet. OpenStreetMap haben wir dann irgendwann, der Name ist ja eigentlich offene Straßenkarte, so war es ursprünglich auch geplant. Dann irgendwann haben wir gemerkt, ja, im Grunde genommen erfassen wir Daten. Wir haben ja gar keine Straßenkarte im eigentlichen Sinne, sondern mit dem Editor zeichnen wir zwar eine Straße, aber was hochgeladen wird, sind die Koordinaten einzelner Punkte. Und jetzt inzwischen noch viel mehr. Wir können aus den Luftbildern noch viel mehr erfassen. So dass letzten Endes eine Datensammlung entsteht, die eben den Hintergrund der Karte hat. Das heißt, bei Google bekomme ich ein Bild, mehr nicht. Und mit dem Bild muss ich leben. Wenn Google das Bild verändert, dann verändert Google das Bild. Das ist dann halt so. Bei uns ist es anders. Bei uns ist es so, dass jeder seine Karte so gestalten kann, wie er das möchte. Wenn er das nicht kann, kann er sich eine freie Karte im Internet suchen. Es gibt haufenweise Karten, die rund um das OSM-Projekt bestehen und die man frei runterladen kann. OpenStreetMap besteht neben dieser Datenbank, die ja das Wichtigste ist, aus einer Foundation. Das ist eigentlich eine Interessenvertretung. Irgendeiner muss ja die Spenden einsammeln, die kann man nicht einfach irgendjemandem in die Hand geben. Da muss irgendwas Offizielles da sein. Ist gleichzeitig ein Ansprechpartner. Beginnt sich so ein bisschen auch in einzelnen Ländern zu etablieren, jetzt sogenannte Local Chapters, das sind so eine Art Vertretung. Der Foskis beispielsweise übernimmt die Vertretung für Deutschland, ohne aber deshalb in der OSM direkt drin zu sein. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Community, da habe ich schon geschrieben, ein wilder Haufen. So ungefähr kann man das sehen, dass die meisten Leute sind nicht irgendwo organisiert, die haben sich irgendwann auf der Seite angemeldet. Man kommuniziert über das Internet, über Mails, Foren. Und in manchen Fällen auch über Stammtische, dass man die Leute also tatsächlich mal trifft. Das ist aber leider nur ein ganz kleiner Teil der Leute, die wirklich dann zu den Stammtischen mal hinkommen. Die meisten Leute, ja, sieht man eigentlich höchstens mal hier oder so, aber da sieht man ja auch nur einen kleinen Ausschnitt der eigentlichen Mapper. Das Datenmodell von OpenStreetMap. Das ist also erstmal, es ist ein Datenformat geschaffen worden, das völlig unabhängig von irgendwelchen GIS-Anwendungen war, völlig inkompatibel zu allem, was es gibt. Inzwischen gibt es natürlich entsprechende Schnittstellen. Es gibt von beiden Seiten ist eine Menge programmiert worden. Man kann also die Daten auch ohne weiteres heute in eine PostGIS-Datenbank einladen oder mit QGIS auch direkt aufrufen. Das Datenmodell fußt auf den Punkten, die sogenannten Nodes. Das sind die einzigen Koordinatenträger. Ein Node kann gleichzeitig ein Objekt darstellen, also beispielsweise ein Baum oder irgend sowas als punktförmiges Objekt. Er kann auch bestimmte Objekte repräsentieren. Man kann also beispielsweise einen Ortsteil auch als einfachen Node eintragen. Dann sagt man so, ungefähr da und da ist der und der Ort.
Wir arbeiten häufig nach dem Prinzip, dass erstmal etwas grob eingetragen wird. Derjenige macht so viel, wie er Lust hat oder wie er gerade möchte. Und dann kommt der nächste Mapper und sagt, ja, das ist ja ganz schön, was er gemacht hat, aber das mache ich jetzt noch genauer und erweitert dann die Daten. Der zweite Datentyp, den wir auch schon sehr lange haben, sind die Ways, Ketten von Punktnummern. Die haben keine eigenen Koordinaten, die stützen sich rein auf die Punkte. Irgendwann dann, wie gesagt, mit den Luftbildern und so haben wir dann gemerkt, es gibt ja noch ein bisschen was mehr als nur Wege und Punkte. Wir haben beispielsweise keine Flächen als Datentyp, das gibt es bei uns nicht, als originären Datentyp. Müssen natürlich auch abgebildet werden und da ist man dann beigegangen, also einfache Flächen sind geschlossene Wege, aber auch nicht automatisch, sondern es hängt davon ab, wie dieser Weg bezeichnet wurde. Ein Weg kann ja auch ein Rundweg um See oder sowas sein, es kann aber auch eine Fußgängerzone sein. Das hängt davon ab, wie es dann bezeichnet wird. Aber es gibt eben auch kompliziertere Objekte, beispielsweise Öffnungszeiten oder abbiege Verbote, Buslinien oder sonst irgendetwas. Und da gibt es dann den allgemeinen Datentyp Relation. Ich kann da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber mit Hilfe einer Relation kann man die anderen Datentypen miteinander kombinieren, inklusive weitere Relationen, sodass man also unheimlich komplizierte Gebilde erstellen kann. Beispielsweise ein ganz einfacher Fall, man kann zwei Wege miteinander kombinieren, einen äußeren, einen inneren und dann hat man Multipolygon. Dann hat die Relation aber auch die entsprechenden Text, woraus hervorgeht, so und so muss man das auswerten. Das ist eigentlich das Entscheidende, denn die Datentypen werden durch Wertepaare erklärt oder näher bezeichnet. Also ein Beispiel ist beispielsweise Highway gleich Primary, das würde bedeuten, die Klasse Highway, das ist also grundsätzlich Straßenverkehrswege, ist in diesem Fall erster Ordnung, Primary, das wäre also typischerweise eine Bundesstraße, Secondary und so weiter. Es kann aber letzten Endes jeder sich selber jederzeit Datentypen ausdenken. Und über die Relationen kann er sogar komplizierte Datentypen erzeugen. Er muss dann natürlich versuchen, diese Datentypen in der Community durchzusetzen. Das ist immer das große Problem. Das heißt, er muss eine Mehrheit überzeugen, dass das sinnvoll ist, was er da macht. Das wird in einem Wiki dokumentiert. Und wenn er Glück hat, dann springen da mehr Leute drauf. Und das ist immer so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Einer erzeugten Datentyp ist ganz toll, aber wenn das keiner auswertet, nützt es natürlich nichts. Das wertet aber keiner aus, solange das keiner einträgt. Und da ist dann immer die Frage, ob solche Sachen die kritische Menge erreichen. Die Erfassungstechnik. Wir erfassen unsere Daten mit Hilfe von Editoren. Der wichtigste ist JOSN. Für PCs, also PCs in jeder Form, also Linux oder Windows oder so, der läuft auf Java. Ein umfangreiches Tool, der unheimlich viele Plugins inzwischen hat. Da sind auch Muster drin, mit deren Hilfe man bestimmte Sachen eintragen kann. Da kann man sich so eine Tabelle aufrufen und sagen, ich habe ein Objekt, das mal wie ein Haus oder sowas. Dann steht da drin, wohnt ein Zahnarzt oder sonst irgendwas. Da kommen so eine ganze Menge Abfragen, was man dann alles eintragen kann, der wandelt das dann in die entsprechenden Tags um. Natürlich kann man die Tags auch alle direkt bearbeiten. Es gibt auf der Website selber dann die Editoren Podledge und ID. Wenn ich auf der Seite OpenStreetMap.org bin, habe ich links oben ein Fenster Daten editieren. Da ist also einmal ein Eintrag für JOSN, da würde also in den JOSN-Lokal der Datenausschnitt rausgeladen werden, den ich im Moment sehe. Aber ich kann eben auch die Web-Editoren nutzen, die also wesentlich weniger Funktionsumfang haben. Für einfache Sachen, wenn ich nur mal eben Kleinigkeiten korrigieren will, macht das sinnvoll sein. Wer aber mehr damit arbeiten will, also ich würde immer den JOSN empfehlen, auch wenn er ein bisschen Einarbeitung bedeutet. Für die Oberfläche Handy-Tablet gibt es inzwischen den Vespucci, der sich auch langsam weiterentwickelt, aber in der Praxis habe ich persönlich immer das Problem gehabt, man steht jetzt irgendwo in der Pläne, wo kriege ich das Internet her? Und wenn es dann da ist, dann dauert es Ewigkeiten, bis man mit dem Teil in Gange kommt. Also es ist in der Regel ist es sinnvoller, auf dem Tablet Tools zu laden, die es inzwischen auch gibt, wo man anhand der Situation, die man hat, einfach nur auf bestimmte Felder klickt, dann wird die Geoposition festgehalten und das Objekt, das ich da sehe, das ist häufig schon vorformuliert oder ich kann auch einen eigenen Text einsetzen. Hinterher lade ich mir das Ganze runter, kann es mir im JOSN angucken, da sehe ich auch meine Texte und kann dann die ganzen Sachen im Editor dann entsprechend bearbeiten und hochladen. Datenspenden gibt es ab und zu auch noch, sehen wir sehr kritisch.
weil die häufig nicht aktuell sind und häufig auch Teile davon schon da sind, sodass so der Datenbestand letztendlich doppelt da ist. Das ist also eine Sache, das muss man anmelden und man muss dann auch dafür sorgen, dass man die bestehenden Daten damit nicht gefährdet. Ja, dann unsere Lizenz. Angefangen hatten wir mal mit der Creative Commons Lizenz. Dann gab es da Zweifel, ob die so für die Daten so geeignet ist. Inzwischen haben wir die Open Database License. Die Lizenz sagt im Wesentlichen aus, dass die OSM-Daten, solange sie in einer Datenbank sind, egal ob diese Datenbank jetzt kopiert, abgeleitet oder umgerechnet oder sonst irgendwas wird, immer wieder unter der ODBL stehen müssen. Ich darf also diese Daten nur mit Daten ergänzen, die eine entweder völlig freie Lizenz haben oder selbst auch unter der ODBL stehen. Es muss also die Möglichkeit haben, das Ergebnis, wenn ich die Daten vermische, immer wieder unter ODBL stellen zu können und auch zu veröffentlichen zu können. Im Gegensatz dazu ergibt es sogenannte abgeleitete Werke, das sind beispielsweise Karten. Die können unter beliebiger Lizenz stehen. Wir erwarten aber, dass an irgendeiner gut sichtbaren Stelle dann die Quellenangabe OpenStreetMap steht. Wenn es eine Webkarte ist, dann muss es irgendwo am Bildrand oder so irgendwo auftauchen oder in der Erklärung oder so. Wenn es eine gedruckte Karte ist, typischerweise in der Legende, wird häufig gemacht oder irgendwo am Rande. Man muss noch immer wissen, der Empfänger einer Karte hat auch das Recht, die Datenbank abzufragen, aufgrund deren die Karte entstanden ist. Die meisten Tools, wie beispielsweise QGIS oder so, erwarten immer, dass ich die OSM-Datenbank umforme und für QGIS lesbar mache. Wenn ich das mache, dann muss ich gegebenenfalls diese Datenbank, wenn es einer anfordert, demjenigen auch zur Verfügung stellen. Gegebenenfalls auch gegen Kostenersatz. Alternativ kann ich auch dokumentieren, wie ich das Ganze gemacht habe. Das ist aber in der Regel ein sehr aufwendiger Weg. Ganz kurz ein paar Anwendungen, wo OpenStreetMap-Daten benutzt werden. Ich habe hier den Ausschnitt Lübeck-Travemünde, das ist die Mündung der Trave in die Ostsee, ein Fährhafen. Einmal die normale die allgemeine OpenStreetMap.org-Karte. Dann der gleiche Ausschnitt mit den gleichen Daten über OpenSeaMap. Das ist eine Anwendung, die also hier dann entsprechend auch Seezeichen mit reinbringt. Im Moment sind sie auch dabei, Tiefenlinien zu erzeugen. Das ist noch ziemlich in den Kinderschuhen. Der gleiche Ausschnitt mit den gleichen Daten, ausgewertet jetzt mit den 3D-Tags. Und wieder der gleiche Ausschnitt, ausgewertet mit einem Programm, das mehr so einen künstlerischen Ansatz hat, das dann versucht, so in Wasserfarben das Ganze darzustellen. Wo wird OpenStreetMap heutzutage eingesetzt? Das sind einige Verkehrsverbünde, die es benutzen. Der Hamburger Verkehrsverbund war so mit der Vorreiter. Metropolregionen, das ist also besonders die Metropolregion Hamburg beispielsweise, benutzt es konkret aus dem Grunde, weil die Metropolregion eben ziemlich groß ist. Die geht nach Schleswig-Holstein rein, nach Niedersachsen, nach Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg natürlich. Man müsste also von vier Bundesländern, von den Vermessungsämtern erstmal versuchen, die Daten zu bekommen. Was vielleicht heutzutage etwas einfacher ist, aber als sie damit anfingen, war das fast unmöglich oder sehr teuer. Dann die Deutsche Bahn benutzt es. Die sind recht begeistert davon, weil sie endlich mal wissen, wo ihre Weichen liegen, so ungefähr. Also die hatten selbst in dem Umfang kein Datenwerk, um den ganzen Kram grafisch aufzuarbeiten. Das amerikanische Rote Kreuz oder generell Hilfsorganisationen nutzen es spätestens seit Haiti. Das große Erdbeben damals, die Helfer standen vor einem Chaos, weil die Karten, die sie hatten, 30 Jahre alt waren. Der Datenbestand restlos hinüber. Dann wurde eine Befliegung gemacht und innerhalb von etwa 2 Wochen haben wir daraus einen brauchbaren Stadtplan von der Hauptstadt gemacht und praktisch alles gemappt. Da waren also damals tausende Mapper im Einsatz. Das war teilweise so, dass alle Viertelstunde eine neue Karte im Internet stand. Und das Entscheidende war eben auch, die konnten die Daten auf Garmin-Geräte runterladen. Ebola, ähnliches, da war das Problem, dass die Ärzte die Siedlungsgebiete haben mussten, die waren zum Teil nicht erfasst. Und zum Auffinden eben wurde da OpenStreetMap eingesetzt. Es gibt inzwischen eine ganze Menge mehr, wurden Slums, Stadtpläne von Slums beispielsweise erzeugt und ähnliches. Da gibt es eine ganze Menge Projekte, die da laufen.
Dann, was ich häufig gefragt werde, wie machen wir Qualitätssicherung? Die Geodaten sind ja einmal gefährdet durch die Verhalten. Da muss man also immer in seinem Bereich gucken, hat die Kneipe zugemacht oder ist was Neues entstanden, ist ein neues Haus gebaut worden, all diese ganzen Sachen, also immer mal wieder gucken. Die Luftbilder veralten ja auch sehr schnell, man kriegt nur alle 2 bis 3 Jahre neue Luftbilder, also da ist man immer wieder gefordert, zu Fuß im eigenen Bereich doch nochmal zu gucken, was sich da getan hat. Dann gibt es Fehler, die natürlich durch Anfänger gemacht werden. Jeder oder sehr viele Mapper haben in ihrer Umgebung so eine Art Radarschirm aufgebaut. Es gibt Tools, mit denen man seine Umgebung überwachen kann. Wenn da ein neuer Name auftaucht, dann guckt man mal, was hat er da gemacht, warum hat er da gearbeitet. Das kann ja durchaus in Ordnung sein, was er da macht. Aber manchmal ist es auch so, dass man dann denjenigen anmeldet und sagt, sag mal, ich habe nicht ganz verstanden, was du da machst. Oder findest du, dass das so gut ist oder so. Und den auch ein bisschen anleitet. Und es kommt leider auch manchmal zu Vandalismus, zum Glück sehr selten, passiert aber. Und in solchen Fällen kann es auch mal sein, dass man zu dem Mittel greift, dass man diejenigen sperrt. Auf jeden Fall können alle Bearbeitungen jederzeit auch rückgängig gemacht werden. Wir haben also ein System, wo bei einer Löschung wird der Wert nicht wirklich gelöscht, sondern es wird nur ein Fleck an den Datensatz gesetzt, dass er ungültig ist, mehr nicht. So dass man also im Nachhinein jederzeit wieder alte Zustände herstellen kann. Ja, ich hoffe, das hat für den ersten Überblick erstmal was gebracht. Ich weiß nicht, ob das für irgendjemand noch was Neues war, aber ich bedanke mich erstmal für das Interesse. Soweit ich weiß, haben wir hier auch einen OpenStreetMap-Stand auf der Foskis. War jedenfalls so geplant. Und ansonsten, wenn Fragen sind. Ja, vielen Dank, Wolfgang Hinsch. Gibt es denn Fragen? Keine. Ich hätte da vielleicht noch eine Frage. Kannst du mal kurz erläutern, wie die Kommunikation innerhalb von OpenStreetMap funktioniert? Kommunikation läuft im Wesentlichen über ein Forum und eine Anzahl von Mailinglisten. Die gibt es global und auch lokal für bestimmte Bereiche, also auch in den jeweiligen Heimatsprachen. Oder eben die globalen Listen auf Englisch. Und wir haben ein Wiki, das ist eigentlich das Wichtigste, das habe ich nicht erwähnt, das ist richtig. Wiki openstreetmap.org, das ist die Seite, auf der praktisch eine Bedienungsanleitung für alles da ist. Also jeder, der irgendeinen Datentyp generiert, einträgt oder etwas verändern möchte, der macht das in dem Wiki. Ja. Danke. Gibt es denn doch noch Fragen? Dann würde ich jetzt den ersten Vortragsblock beenden und bedanke mich bei Wolfgang Hinsch. Okay.